Hallo und herzlich willkommen zu Break, Ihrem Infomagazin im offenen Kanal Wernigerode. Mein Name ist Lisa Eigendorf und die Themen der Woche sind: Harzer Forscher arbeiten an schneller optischer Datenübertragung, festliches Weihnachtskonzert auf dem Schloss Wernigerode und Kursangebote im offenen Kanal Wernigerode. Strahlende Kinderaugen bei Nikolausbesuch in der Kita Harzblick in Wernigerode. Im Rahmen ihrer traditionellen Nikolaustour besuchte die Wernigeröder linke Landtagsabgeordnete Evelyn Edler in Begleitung von Stadtrat Christian Hertel die Kita Harzblick in Wernigerode. Die Landespolitikerin informierte sich in einem Gespräch über die positive Entwicklung der Kita und ihre inhaltliche Ausrichtung. So nimmt die Kita am Bundesprogramm Frühe Chancen teil, das sich die Stärkung der Sprachkompetenz und die Förderung der Integration von Kindern als Schwerpunktziel gesetzt hat. Wichtigster Programmpunkt war selbstverständlich die Verteilung der süßen Überraschung für die Kleinen. Evelyn Edler hat im Auftrag des Nikolauses einen Korb voller Schoko-Nikoläuse im Gepäck, der für strahlende Kinderaugen in den Räumen der Kita sorgte. Harzer Forscher arbeiten mit hochmodernem Großgerät an schneller optischer Datenübertragung. Das Photonic Communication Lab unter der Leitung von Prof. Dr. Ulrich Fischer-Hichert beschäftigt sich seit Jahren international erfolgreich mit der optischen Kommunikationstechnik im sichtbaren Wellenlängenbereich. Dabei wird die innovative optische Polymerfaser als Übertragungsmedium genutzt. Nun ist es gelungen, durch die renommierte deutsche Forschungsgemeinschaft ein Großgerät im Wert von 250.000 Euro zu finanzieren. Die Arbeit der Harzer Wissenschaftler wurde als Spitzenforschung bewertet. Erste Messungen zeigen, dass die Wissenschaftler in der Lage sein werden, einen weltweiten Geschwindigkeitsrekord für die optische Polymerfaser aufzustellen. Dabei haben sie auch stets praktische Ziele vor Augen. Obwohl die Forschungsarbeiten noch einen grundlegenden Charakter aufweisen, wollen wir die gewonnenen Erkenntnisse schnellstmöglich in die wirtschaftsnahe Forschung überführen, erklärte der Professor und betont: Wir werden das Potenzial der Kunststofffaser deutlich machen. Schon jetzt ist eine hochbetratige Übertragung möglich, an die früher niemand geglaubt hat. Die zukunftsweisende Technologie soll vor allem hochauflösenden TV, bei der Datenübertragung im Flugzeug oder Auto zum Einsatz kommen. 5 Jahre Denkmalbörse in Sachsen-Anhalt. Neue Initiative, in liebevolle Hände abzugeben, sucht Retter für sanierungsbedürftige Denkmale auch im Landkreis Harz. Das Landesverwaltungsamt als obere Denkmalschutzbehörde des Landes sucht immer wieder nach Möglichkeiten, Besitzern von Denkmalen zu unterstützen. Durch fachliche Beratung, Förderung oder Schaffung von Möglichkeiten, sie mit potenziellen Sanierern zusammenzubringen. So nahm das Amt das diesjährige Motto des Denkmaltages im September: Unbequeme Denkmale, zum Anlass, um auf einige dieser gefährdeten Gebäude aufmerksam zu machen. Dabei gab der Präsident des Landesverwaltungsamtes Thomas Pleye den Startschuss für die neue Initiative in liebevolle Hände abzugeben zur Rettung historischer Bausubstanz. Besitzer von Denkmalen, die ihre historischen Gebäude in liebevolle Hände abgeben möchten, um so seinen Erhalt sicherzustellen, können sich an das Referat Denkmalschutz des Landesverwaltungsamtes unter der Telefonnummer 0391 5672 545 wenden. Anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamtes lud die Stadt Wernigerode am Mittwoch, dem 4. Dezember, alle ehrenamtlich arrangierten Wernigeröder Einwohner in das Rathaus zu einer Festveranstaltung ein. Ca. 120 Ehrenamtliche wurden für ihr Engagement in der Hartstadt geehrt. Das Kulturprogramm übernahm in diesem Jahr die Musiker Spinnesänger. Zum Tag des Ehrenamtes mit dieser Veranstaltung im Rathaushalle und einem Einfahrt im Ehrenamt der Stadt Wernigerode werden. Ehrenamt ist ein kalter Begriff, der wird inzwischen oft ersetzt durch Freiwilligentätigkeit oder soziales Engagement. Aber ich finde, es gibt alte Definitionen von Ehre, die noch immer selbst zutreffend sind. Zum Beispiel der Satz von Matthias Claudius, einem Dichter des 18. Jahrhunderts. Er sagte: Die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man zu ihm Vertrauen hat. Sie wurden für ihre besonderen Verdienste nicht bezahlt, aber reich beschenkt. Nämlich mit dem Vertrauen derer, für die sie sich eingesetzt haben. Sei es im Bereich der Kirchen in einem Sportverein oder bei der Arbeit mit Behinderten. Solche Augenblicke, in denen man ein dankbares Lächeln sieht und spürt,
Mal die Welt ein Stückchen besser machen konnte, sind im Folge nicht bezahlbar. Sie sind buchstäblich unbezahlbar wertvoll für unsere Gesellschaft. Und sie gelingen ganz ohne die üblichen Kategorien von Geben und Nehmen. Solche Augenblicke leben von dir und von Mitgliedern. Was mich aber unseren Ehrengästen besonders beeindruckt, ist die Vielfalt ihres Engagements. Klassisches Ehrenamtsbereiche wie Bildungs-, Jugend- und Seniorenarbeit sind genauso dabei wie Ehrenamt in der Kultur- und Sportvereinen. Für all dies bringen Sie, liebe Ehrengäste, einen erheblichen Teil Ihrer Zeit und Ihrer Kraft auf. Tag für Tag sind Sie für andere da, trainieren Kinder in Sportvereinen, engagieren sich in Nachbarschaftshilfen, betreuen hilfsbedürftige Menschen in Heimen, rücken nachts aus zu Einsätzen von Feuerwehr und Rettungsdiensten, sind unentbehrlich bei Kursen und karitativen Trägern. Ohne dass dies immer groß thematisiert wird. Meist außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung helfen sie direkt und wirksam. Diese lebendige Vielfalt ist Ausdruck für eine große Bereitschaft in unserer Gesellschaft, sich nur an sich selbst, sondern auch an seine Mitmenschen zu denken. Freiwillig engagierte Menschen schlagen Brücken der Solidarität. Sie leben Generationengerechtigkeit und Verantwortung. Freiwilliges Engagement trägt zu einem lebendigen, blühenden Gemeinwesen bei. Sie sind bei uns stellvertretend für die Menschen in unserer Stadt, die sich ehrenamtlich engagieren, zu Gast. Wir möchten mit unserer Einladung ganz bewusst ein Zeichen setzen. Denn diejenigen, die in unserer Stadt ehrenamtlich tätig sind, fördern eine Haltung zu unserer Gesellschaft, die für den Ausdruck, die für Respekt und Mut und die Zeit, dass es Spaß macht, sich für andere einzusetzen. Diese Gäste und dann noch die Veranstaltung. Wir treffen zusammen für die Stadt Wernigerode diese Dankeschön-Veranstaltung. Für Sie durch, für diejenigen, die für uns das viel zu tun sind und ehrenamtlich hier in unserer Stadt tätig sind. Es ist besser, ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu schimpfen. Diesen Zitat unseres Bundespräsidenten möchte ich Sie hier ganz herzlich willkommen heißen, anlässlich dieser Veranstaltung zum Tag des Ehrenamtes. Und gerade diejenigen, die machen, auch das wissen Sie, bekommen heute viel Aufmerksamkeit davon. Angemessen, manchmal nicht so angemessen. Und durch, um wieder zum Zitat des Bundespräsidenten zurückzukehren, sind es für die Macher, die Schimpfer über die Dunkelheit. Fragt man sie dann einmal, ob sie nicht ein Licht mit anzünden wollen, da sind sie schnell mit der Antwort, sie wissen nicht, wo der Scheitern ist. Und so lange sind wir in Damen und Herren, gehen wir täglich durchs Leben und erleben all das, was uns umgibt. Und wir haben heute sie, wir eingeladen, diejenigen, die nämlich tagtäglich Lichter entzünden und sie so nah in der Öffentlichkeit stehen, in dieser Fähigkeit zurecht. Und ihnen soll die Aufmerksamkeit der Stadt und der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt zuteil werden. In Deutschland betreten sie etwa 25 Millionen Menschen ehrenamtlich. Und in unserer Stadt sind es mit Sicherheit etwa 20 bis 25%, das heißt, etwa jede fünfte bis jeder vierte der Stadtbürger, die mit 35.000 Einwohnern nicht kennen, betätigt sich ehrenamtlich. Das ist eine stolze Zahl, in der sie dann sehr stolz sein. Und von diesen vielen, vielen ehrenamtlich Tätigen in der Stadt haben wir sie heute eingeladen, weil man also vor 500 Jahren nicht wusste, dass es so viele engagierte Menschen gibt, dass man das verrechnet, dass wir klein geworden sind. Und wir können hier eine kleine Auswahl einladen und wir freuen uns, dass Sie heute hier sind. Und Sie sind diejenigen, die die Lichter entzünden, die unseren Fackel der Lichtsäulen wieder verbrennen, die Gruppen bei Veranstaltungen und persönlichen Teilen tragen oder bei der Feuerwehr oder im Chor zu engagieren. Und das Anliegen auch bei dieser Veranstaltung ist es, Sie zu würdigen, die still und bescheiden in vielen Vereinen oder auch so irgendwo bei einer Veranstaltung in der Stadt aktiv sind und wir wollen Ihnen wieder das Verbindung.
Gerechtigkeit, der Verlässlichkeit und als emotionale Bindung an das, was man tut. Und gut, dass es in all unseren Vereinen Menschen gibt, die sich für dieses Gemeinwohl hier in unserer Stadt und in unserem gemeinsamen Leben einsetzen. Es sind so viele Menschen, die sich für zuständig erklären für das, was unsere wunderbare Welt und in unserer Stadt geschieht. So viele, die fragen, was kann ich tun, mit dem, was ich habe und was ich kann. Was kann ich bewegen, was weitergeben, sodass ein anderer uns davon helfen. Und nicht an erster Stelle die Frage stellen, was bekomme ich dafür. Und so wie scheint es ansteckend zu wirken, dieses ehrenamtliche Engagement. Manchmal frage ich mich und viele andere sind dann so auch, wie erleben sie die Kraft, dass der Bundesdienst für unterschiedliche Personenfragen in unserer Stadt, die Ältesten, zum Beispiel die 80 Jahre haben, die Jüngsten, oder die über 30. Meine Erfahrung ist gewiss, es macht offensichtlich für alle glücklich. Und heute habe ich im vergangenen Jahr dieses Zitat gebracht, Ehrenamt macht glücklich. Es wird sich anders machen, wenn wir uns gebracht fühlen. Ich glaube, das können Sie alle unterschreiben. Selbstwirksamkeit nennt dies die Fächer. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum so viele von Ihnen Hochaktierte sind und diese positive Sinne, weil sie sich an verschiedenen Arten zu verschiedenen Veranstaltungen engagieren und manche von Ihnen ziehen die Ehrenamt an, die er nimmt. Ehrenamt, so heißt es auch manchmal, Spaßeshalber, viel Amt und wenig Ehre. Und heute wollen wir Ihnen diese Ehre zuteil werden lassen. Allein im Bereich der Kultur und des Sports wurden im abgelaufenen Jahr in seinem Gebäude über 1000 Veranstaltungen durchgeführt. Wir haben wirklich keine Tage hinter uns, das wissen Sie, 330, 350 Tage. Und wenn man dann 1000 kommen will, dann waren es ja andere Jahre, das sind jetzt 30 Punkte drin, nach der letzten PISA-Studie, die gestern veröffentlicht wurde. Kann man wirklich ausrechnen, wir haben etwa 3 Veranstaltungen am Tag. Das ist ganz schön viel, aber das haben wir alle hingekriegt. Ja, mit 30 durch 350. Das sind etwa 3. Und nachdem Sie sich vorstellen, was das bedeutet, haben Sie sich egal, in welchem Bereich das ist am Tag und welches, was ist hier. Und das bedeutet es natürlich für unsere Menschen, die hier sind, die sich mit engagieren, die sich einbringen in den unterschiedlichsten Bereichen. Und ich möchte hier nur ein paar wenige nennen, die gerade für das Leben dieser Stadt so große Bedeutung sind und gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, wo wir beide, ich sag mal, ein großer Moment bedenken, die uns so gut gefallen haben in diesem Jahr, wo wir sich auch mal zurücklehnen und das Positive an die Brust ziehen müssen. Und es steht vor uns, und das läuft aber leider, das war gerade begonnen, die Adventszeit, und das beginnt auch mit der Kultur und mit einem Produkt, und ich das so nennen darf, das sich in den letzten Jahren so entwickelt hat, und wo sich sehr, sehr viele Menschen, das wollen wir darüber haben, das wollen wir nicht in Bemanntung, das Konzept der Podcast-Musikschule, für die Philharmonische Kammerorchester. Das ist immer eine so kleine, kulturelle Veranstaltung hier in unserer Stadt, die quasi hinter der Familie bekannt ist, auch verkauft ist. Und ganz, ganz viele Menschen dieser tollen, diesen tollen kulturellen Erlebnis folgen. Und das gibt es bereits seit 15 Jahren. Und gleich den Namen Musikverband beobachten wir unsere Kampfhörer. Und weil wir bei der Musik sind, Sie wissen, dass das für uns bei uns Spielfestival hier in Lamentrohe ein internationaler Höhepunkt. Wir haben in diesem Jahr wieder weit über 50 Probezeugen und Betreuer, die es den ausländischen Gästen des Bundes ermöglicht haben, sich hier zu Hause zu fühlen. Aber auch in Teilen wird Kultur großgeschrieben und wird maßgeblich getragen von Menschen, die es leben, die nicht mitgehen und nicht machen. Und hier möchte ich die Theatergruppe in sich begnügen, die dann in die Stadt kommt, die mal erst natürlich keine große Ausbildung in dieser Welt hat, aber hier in unserer Umgebung werden immer wieder dann gesehen sind. Wir haben in der Stadt etwa 100, etwas über 100 Vereine und davon sind 63 Sportvereine. Und diejenigen, die im Sport tätig sind, wissen das, dass Sportveranstaltungen in aller Regel am Wochenende stattfinden und dass die Training- und Übungsstunden in aller Regel am Nachmittag oder am Abend stattfinden. Und diejenigen, die als Trainer oder Übungsleiter sich betätigen, wissen auch, dass je nachdem, welche Sportarten begleiten,
das Zusammenleben in dem Sommer, das Sommerspiel bereit ist, und im Winter, das die Winterspiel bereit ist, das Zusammenleben quasi ausgedrückt sind, mit der Betreuung der Schutzstellen. Und dann gibt es natürlich, wenn ich vor zwei Jahren sowohl im Sommer als auch im Winter aktiv sind, und dann brauche ich eben mal, das ist wieder relativ einfach, die Mathematik, dann brauche ich das nicht so erzählen, dass dann diese Übungsfrage sowohl im Sommer, wie auch im Winter unterwegs ist. Ich möchte den Verein, den Fußballverein, den Namen der Heiligen Rede mit einigen Aktionen ein Dankeschön sagen. Sie wissen das sicher, es ist uns gewohnt, nach langen Jahren der Planung und Konzeption einen Kunstrasenplatz in unserem Stadt zu bauen. Und der Verein hat dies maßgeblich mit unterstützt. Ich möchte den Geburtstag und den Verein ein herzliches Dankeschön sagen. Das wissen Sie, dass nicht nur weil ich damit mitlaufe, sondern weil das eine ganz tolle Veranstaltung für unser Stadtwerk wurde. Es ist eben das Gefühl für die ganzen Rastenkammer, die ganz hier in unserer Stadt stattfinden und eines der letzten verbliebenen, ehemalig organisierten Jahrgang im Mittelpunkt stand. Und dafür den Verantwortlichen ein herzliches Dankeschön. Und dann ist es dann bereits stetig belastende Kommunikation in den Bereich Spezialis. Auch das geht natürlich für unsere Stadtwerk ganz große Rolle. Selbsthilfe gucken, in Senioren und Familienhäusern der Steinkirche. Da gibt es regelmäßig 20 Selbsthilfegruppen für die unterschiedlichsten Bereiche. Und ich glaube, das ist für diejenigen Menschen, die in welcher Form auch immer betroffen sind, ein ganz, ganz wichtiger Einrichtung, die auch statt versuchen, natürlich für eine Bedingung so weit aufrechtzuerhalten, dass die notwendigen Gespräche, die Treffen, die Kreise dort ermöglicht werden können. Sie werden ausschließlich von Ehrenamtlichen betreut, von selbst Betroffenen eingeleitet, geleitet, organisiert und moderiert. Und wir als Stadt versuchen, diesen Raum dafür zur Verfügung zu stellen und die Erfahrung zeigen, dass dies in den letzten Jahren sich auch schon lange entwickelt hat. Wir haben eine viel zu weitere Projekte laufen in der Stadt. Es gibt über den IB unterstützt in der kulturellen Programmangebote eine tolle Geschichte, ein Gemeinschaftsprojekt, vielleicht auch ein Abschluss, die Organisation des Landtags, niemand im Ort, die haben sie nachgesetzt, was die Jugend entfaltet und was sie auch im jugendlichen Bereich geleistet hat. Da möchte ich mich herzlich bedanken bei Lukas Stamitz, der einer Dietrich und Jan T. Wang. Alle drei waren sehr engagiert bei der Vorbereitung des Landtags. Und ich hoffe, dass Sie das in den nächsten Jahren wieder tun werden. Dann sind wir mal im Sonne die Gäste, Sie sehen und hören also, dass es in allen Bereichen des Lebens in unserer Stadt ehrenamtliches Engagement gibt. Und ich könnte diese Reihe, ich habe es eingangs gesagt, ein größtes Zeug setzen. Jeder kann da helfen, wenn er wollte. Und das Wenige, was wir da tun können, ist sehr viel. Und würde helfen. In unserer Stadt tun sehr viele, sehr viele. Sie sind ein kleiner, aber wichtiger Teil von den vielen. Und an diejenigen, die ihre Energie auf die Verschwendung verwenden, kann ich mal sagen, es wäre besser, diese Energie für das Lichtanzünden zu verwenden. Ich möchte abschließend Ihnen allen danken für Ihr Engagement. Bleiben Sie weiter aktiv, ehrenamtlich. Wir werden hier heute und nicht nur heute die Stadt in der Brüder versucht, über das ganze Jahr hinweg natürlich denen ein Dankeschön zu sagen, die sich in vielen Bereichen ehrenamtlich engagieren. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, dass Sie eine gute Adventszeit und eine schöne Weihnachtszeit verleben, dass Ihre Familien und Ihre Freunde sich im nächsten Jahr wieder daran bestärken, ehrenamtlich tätig zu sein. Und Ihnen wünsche ich Ihnen viel Spaß für den heutigen Nachmittag mit dem kulturellen Hauptwerk des Tages und im Sinne des Brandenburg. Vielen Dank. Mir wird die Ehre jetzt geteilt, Sie in einem Wunderwollermaßen zu einem recht schönen, sehr gemütlichen musikalischen Makabuschen anzunehmen. Wir kommen nun heute an, als Dankeschön für die Arbeit, die Stimmsinger-Präsentation. Bei Ihrer Hohenheit gehört für die Stimmsinger, dass man schon so viel mehr haben muss, wenn man sich das Konzept zumuten möchte. Da wir aber wissen, dass wir ganz viel genug haben, muten wir Ihnen das heute Abend zu und gerne zu. Sie werden schon merken, dass ich im Fernsehen
zahllose Bestrafung für irgendeine Sonne, die man sie kann. Weder für Plastik noch Ultern macht es. Als für manche Tipps können sie sich auch anders erinnern. Aber bleiben sie mir, so bleiben sie mir.
Festliches Weihnachtskonzert Christmas Concerto mit Hans-Jürgen Eilert auf dem Schloss Wernigerode. Am Samstag, dem 14. Dezember, findet um 19 Uhr ein Weihnachtskonzert auf dem Schloss Wernigerode statt. Hans-Jürgen Eilert, bekannt mit seinen Christmas Concerto in Ilsenburg und Bad Harzburg, bietet das Christmas Concerto erstmalig in Wernigerode an. Zusätzlich singt an diesem Abend als Solistin Jessica Gräber aus Dresden. Karten zu dem Konzert gibt es bei der Touristeninformation Wernigerode sowie an der Abendkasse auf dem Schloss Wernigerode. Kursangebote im offenen Kanal Wernigerode. Im neuen Jahr bietet der offene Kanal Wernigerode 2 Kurse für alle interessierten Bürger an, die Spaß und Interesse am Fernsehmachen haben. Vom Mittwoch, dem 19. Februar bis Freitag, den 21. Februar, wird ein Moderationstraining jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr angeboten. Von Donnerstag, dem 10. April bis Samstag, den 12. April, ein Grundkurs in Adobe After Effects. Auch dieser wird jeweils von 10 bis 18 Uhr stattfinden. Die Kosten für den jeweiligen Kurs betragen 10 Euro Nutzungsentgelt. Wer Interesse hat, wird gebeten, sich telefonisch unter der 03943 60 68 08 beim offenen Kanal Wernigerode anzumelden. Und das war Break, Ihr Infomagazin im offenen Kanal Wernigerode.